Was es auch für ein Biest sein mag. Es war gewaltig. Sie denken, es hat ihn in die Luftschächte geschleppt? Es ist in einem der Kühlkanäle verschwunden. Ich bin davon überzeugt. Es bewegt sich durch die Luftschächte. Tja, ich würde sagen, das mit dem Luftschacht ist immerhin eine Chance. Er hat keine Abzweigung und führt direkt in die Hauptluftschleuse. Wer hat die Ehre? Na, die wunderbare, ne? Die Originalbesetzung aus dem ersten Teil. Hier ist Sigourney Weaver. Ah, okay. Alles klar. Wir können tatsächlich überlegen, wen wir nehmen. Nehmen wir Parker? Nehmen wir Ripley? Wie können wir noch? Können wir alle? Dallas? Ah, ist ja interessant. Na, wir nehmen natürlich Ripley, ne? Ist ja klar. Was muss ich tun? Ripley, Sie locken es in den Hauptschacht. Wir schließen es auf dem unteren Deck ein. Ash öffnet die Luftschleuse. Verschließen Sie die Wartungsschotte auf dem Weg hinter Parker, Lambert und mir. Also los, Leute. So, und da sind wir wieder. Oh je. Ich dachte, ich bin's los. Aber nein, da bin ich wieder. So, mich kurz mal orientieren. Gesundheit. So, hab ich denn? Nee, ich hab keinen Bewegungsmelder dabei. Kann man noch ein bisschen was einsammeln hier? Okay, alles klar. Wir können sogar wieder Mikrobasteleien machen irgendwie. Na, was ist denn hier los? Na, sag mal. Die Tapes. Ach, wie cool. Schön. So. Ripley, vielleicht sollten Sie sich umsehen, bevor Sie weitergehen. Der Organismus scheint extrem anpassungsfähig. Ja, hier haben wir quasi Ash. Für diejenigen, die jetzt halt den Film noch nicht gesehen haben, möchte ich jetzt gar nicht so viel spoilern irgendwie. Auf jeden Fall ein sehr interessanter Charakter, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. So, ach hey, guck mal, hier haben wir schon den Facehugger. So, sammeln Sie ein Medikett ein. Das haben wir gemacht. Medikit, genau. Ich habe natürlich noch nichts da, um das jetzt zu bauen. So, wir schauen mal weiter. So, na, wie schaut's aus? Oh, so bist du sofort in diesem tollen Setting drin. Das ist echt cool. Das ist echt geil. So, die Brücke. Oh, okay, alles klar. Ausrüstung eingesammelt. Wir haben den Flammenwerfer und wir haben auch anscheinend einen gebackten Flammenwerfer. Okay, da ist er. Und wir haben den Bewegungsmelder. Fantastisch. So, müssen wir noch mit irgendjemandem sprechen. So, hallo Mutter. Oh, einen unerwarteten Weckruf erhalten. Gelbes Licht. Ich habe mit Mutter gesprochen und sie hat ein Notrufsignal aufgefangen. Ein sich wiederholendes akustisches Signal von einem nahegelegenen Planetoiden. Hört sich nicht nach einem mir bekannten Funksignal an. Wie den zuhörenden Schlipsträgern bewusst ist, verlangen die Vorschriften der Firma, dass wir ihm nachgehen. Jetzt muss ich der Crew Bescheid geben. Die wissen bereits, dass etwas nicht stimmt. Dolles Ende. Ja. Es ist erstaunlich, dass sie überhaupt reinkommen. Normalerweise wäre auch nur der Captain jetzt hier reingekommen. Yay! Wir sind so privilegiert. So, können wir hier mit ihm ein paar Filzer oder hier ein paar Kippen. Es ist interessant, dass der wirklich ein bisschen braucht, erstmal um irgendwie zu reagieren. So ein bisschen, als wenn er so eine Kühlung erstmal hat. So. Na gut, dann gehen wir mal den angefangenen Weg. Okay, er steht schon bereit. Das Sicherheitssystem hat einige Türen verriegelt. Sie müssen also Ausrüstung unterwegs aufsammeln. Mutter ist gerade leider nicht besonders hilfreich. Alles klar. Okay. Viel Glück.
Ich schließe die Luke hinter Ihnen. Ja. Okay. Dankeschön. Klar. Aber wir scheinen wirklich die Originalstimme von Roleplay zu haben. Das ist ja cool. Yeah. Und wir sind wieder am Arsch. Wir sind wieder mitten drin. Schließen Sie die Luke 01. So, und das Schlimme an der Sache ist, dadurch, dass wir jetzt halt auf Albtraum spielen, hört das eben sofort alles. Es hört alles. Also es ist... Oh Gott. Das heißt, ich muss wirklich tierisch aufpassen mit dem Motion Detector und alles. Oh Gott. Aber ich bin gespannt. Das wird toll. Licht. Ich hör doch schon wieder. Oh no, 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 no. Du siehst mich nicht, oder? Okay, es sieht mich auf jeden Fall und es hat Angst. Oh, vorbei! Ich bin so am Arsch. So, also, ich werde natürlich alle Tipps beherzigen, die du gesagt hast, Dave. Ich werde jetzt... Gott, ich traue mich, das Ding eigentlich lange draußen zu lassen. Da. Ich werde mich jetzt nur hockend bewegen. Und ich werde den Motion Detector so gut wie nicht benutzen. Aber gerade hat mich das eben schon gefunden und sofort... zerlegt. So, oh Gott. Ah, schau mal hier. Ah, hier hätte ich mich drunter verstecken können. Ah, die Schreibtische, die blöden Schreibtische. So, ganz kurz hinstellen, mal gucken. Sieht man hier? Nee, hier ist nichts. Da ist auch nichts. Hier vorne ist ein Kasten. Schauen wir mal. Natürlich ist alles leer. So eine Sekunde. Na, da ist es ja schön. Ist ja toll. Und? Kann ich hier noch runter? Sieht's mich hier noch? Wird das überhaupt was hier, wenn ich hier drunter stecke? Oh Mann. Und ich dachte, ich wäre durch mit der Nummer. Ah, toll. Das Schlimme ist, der Motion Detector hat, erstmal so ein Warm-Up-Bildschirm. So, ich mache das jetzt hier auch tatsächlich ohne Aufnahme. Das ist jetzt halt wirklich nur für Twitch-Exclusive, kann man sagen, tatsächlich. Ach, das habe ich mir noch nicht vernünftig überlegt, hier die Nummer. Und ich muss natürlich auch dahin, wo das eben ist. Na, bitte. Und? Okay, alles klar. Scheiße. Oh, scheiße. Na, das wird doch... Ich komme doch hier niemals durch. Ach, je. Okay. Die Maschine geht jetzt einfach los. Ich gehe jetzt nicht in den Raum rein. Bringt ja eh nichts. Also, ich habe den Flammenwerfer bei und ich habe exakt... Ich weiß ja nicht, wie viel, aber viel kann es nicht sein. Eieieiei. Scheiße. Okay, da drüben. Alter, ist überhaupt irgendwo was drin? So, jetzt muss ich natürlich auch tierisch mit den Spinden aufpassen, mal, weil das zerrt mich aus den Spinden raus. Oh nein, was hab ich mir bloß gedacht? Nein, ich kann den Motion Detector hier ja nicht benutzen im Spind. Nein! Mann, das wird ja immer schlimmer. Wieso das denn? Schließen Sie alles. Dieser Plan ist verrückt. Eine Selbstmordmission. Es ist der einzige Plan, den wir haben, Parker. Falls Sie einen besseren haben, ich bin ganz ruhig. Ja.
Und der Stress ist sofort da, oder? Der Stress ist sofort am Start. Oh, warte mal, ich höre doch hier irgendwo. Also bin ich mir nicht sicher, wie gut du dir das überlegt hast. Der Spinnt wäre mein für immer zu Hause. Ne, das Problem ist halt. Ah, ich habe überhaupt eine Lampe? Was? Ich habe noch nicht mal eine Lampe. Ich bin so am Arsch. Ist der jetzt im Schacht? Der ist im Schacht! Der ist im Schacht! Na! Ah! Hör doch auf, Alter. Hör doch auf. Und ich habe mein... Der Flammenwerfer ist leer. Der Flammenwerfer ist leer. Also, da mache ich mir überhaupt nichts vor. Ich komme hier nicht durch. Also, das ist... Da sieht ganz doll schwarz. Kann man jetzt... Nee. Oh Gott, ey. Und ich muss das jetzt versiegeln irgendwo. Das ist doch nicht wahr. Das... Bitte nicht. Sieh mich nicht. Nein, der kommt doch jetzt hier rein. Und hier ist so ein richtig beschissenes Versteck im Jagdkind. Das war eine richtig dumme Idee von mir. Das war eine richtig dumme Idee von mir, das jetzt hier zu machen. Nein. Sag mal, wie es ist, ich bin am Arsch. Also, kompletter. Wenn ich mich jetzt nicht bewege, nichts tue hier drin, sieht mich das eben trotzdem? Bestimmt, ne? Das ist doch so ein totaler Arschloch-Mode hier jetzt. Erkenntnis. Ja, ja, absolut. Scheiße. Und du kannst hier drin nicht den Detektor benutzen. Geht das nur im Hauptspiel oder wie ist das? Na, das ist ja jetzt hier totales Glücksspiel. Und lass mich raten, das Elend wird auch nicht irgendwie in die Lüftungsschächte sich verpissen. Ne? Das wird jetzt immer am Start sein. Bitte nicht. Ist es hier noch hinter mir? Ist es hinter mir? Sie haben sich aber ganz viel Zeit gelassen. Meine Seite des Systems ist abgestellt. Halt doch die Fresse! Sie sind in Sicherheit, Lambert. Keine Panik. Es ist bald vorbei. Oh Mann! Oh nein! Oh nein! Ey, ich hab nichts mehr hier. Ich bin am Arsch. Ich bin so am Arsch. Oh. Für die Wette soll das wirklich bald vorbei. Ja, eben. Blöde Schrippe, die erst sitzt daneben und hustet nur ohne Ende.
Okay, nicht irgendwo so ein bisschen Zeugs für einen Flammenwerfer. So, zweiter Shot verschlossen. Wie viel müssen wir überhaupt verschließen? Oh Gott. Landeklemmbucht, ne? Das hört sich doch schon scheiße an. Als wenn mir das irgendwas jetzt hier bringt unterm Schreibtisch. Nichts bringt Mottig. Nichts bringt Mottig. Mann. So, okay. Sehe ich hier irgendwas? Nee, ich sehe hier auch nichts. Medikit könnte ich bauen. Ich habe auch keine Lebensanzeige, wa? Kein Hut, kein nichts. Nichts. Ich sehe nicht wie. Alter! Oh nein! Mano! Ja, so, das hättest du vergessen können, dass ich so das ganze Hauptgame spiele. Das hätte ich ja nie geschafft. Nie im Leben wäre ich da nur ansatzweise durchgekommen. So, er ist natürlich nebenan, ist ja klar. So, Frage ist jetzt, ob ich jetzt durch den Lüftungsschacht gehe. Ich würde fast sagen, ja. Please don't see me. Oh Gott, es ist so nah. Ey, bitte hab einen halbwegs fairen Checkpoint hier. Echt jetzt? Oh no. Oh no. Das ist kein schöner Checkpoint. Ich muss halt normal machen. Ich glaube, ich hätte durch. Heißt aber im Umkehrschluss, ich hab noch wenigstens ein bisschen Moon für den Flammenwerfer. Also die Illusion von Sicherheit ist so ein bisschen wie ihm. Schließen Sie alles. Dieser Plan ist verrückt. Eine Selbstmordmission. Es ist der einzige Plan, den wir haben. Falls Sie einen besseren haben, ich bin ganz Ohr. Ja, ja. War da grad? Ja, da war grad. So, im Groben und Ganzen bin ich jetzt wahrscheinlich gleich an der gleichen Situation, wie ich davor war. Einfach am Arsch. Was ich aber wirklich allerdings krass finde, ist, dass das eben so einfach mal völlig skrupellos in die Schächte geht. Irgendwie. Sie sind in Sicherheit. Schön, dass ihr alle in Sicherheit seid. Hier mal einen Snack oder sowas essen, hier einen Apfel. Mann. Dauert maximal 40 bis 60 Minuten, das kriegst du. Ich sehe tatsächlich nicht, dass ich das schaffe. Irgendwie, weil ich bis jetzt mit einem relativ, ich sag mal noch verhältnismäßig dummen Ehen zu tun hatte. Und jetzt ist das halt einfach mal richtig krass drauf. Und mir fehlen tatsächlich sämtliche Skills jetzt gerade irgendwie. Also ich kenne noch die komplette Karte nicht, ich kenne ja die DLC in dem Sinne nicht. Ne? Also keiner sagt ja sofort, na klar, ich mach sofort doch den knüppelhärtesten Schwierigkeitsgrad. Weil ich einfach der härteste Motherfucker bin. So. Okay, also er sagt, geh durch den Lüftungsschacht und geh nach nebenan. Das Ehen ist auf jeden Fall da draußen. Heißt also, sollte es davor rumlaufen, wird das auf jeden Fall den Lüftungsschacht mitbekommen, wie er sich öffnet, dann geht's rein. Ich bin am Arsch. Lass mich raten, ich habe natürlich kein bisschen Flammenwerferzeugs mehr. Ein bisschen Sprit ist noch drin. Ich könnte mit Hocken probieren, aber das eben weiß ja, wo ich bin. Das weiß ja einfach, wo ich bin. Ja, und die Checkpoints sind echt scheiße. Muss man mal wirklich sagen. Das wäre echt toll, wenn die jetzt sagen würden, hey, okay, pro geschlossene Shot oder so. Aber das ist ja fies. Das ist ja einfach nur fies.
Na gut, okay, dann hier geht's durch den Schacht. Der Schacht wird mir minimal sicherer, oder erscheint mir minimal sicherer als der Gang draußen. Wahrscheinlich hört das eh noch, wie sich die Iris immer öffnet, ne? Na klar, na klar, na klar. Nein, 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 hau ab! Nein! Nein, oh Scheiße. Also ich bin nicht so zuversichtlich, dass das hier was wird. Scheinbar können wir am Anfang wirklich noch recht gut durchlaufen. Schließen Sie alles. Dieser Plan ist verrückt. Eine Selbstmordmission. Es ist der einzige Plan, den wir haben. Falls Sie einen besseren haben, ich bin ganz froh. Ja, ja. Grundsätzlich ist mal die Frage, ob es natürlich immer straight zu uns gelaufen kommt. Wäre natürlich nicht so böse irgendwie, wenn wir das irgendwo erstmal hinter uns lassen können. So, und ich würde jetzt hier einen speichern. Das wäre geil. Naja, Schnauze. Schnauze. So, wahrscheinlich muss ich mich jetzt einfach mal sputen. Ich gehe jetzt einfach los. Es ist bald vorbei. So, hier sollte ich hin. Bike also hin. Hier kann ich nicht hin. Also muss ich hier hin. Nein, ist alle zu. Warum ist alle zu? Warum komme ich denn hier hin? OMG. Ach du Scheiße. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist denn die Luke? Schön, Sie zu sehen, Ripley. Eigentlich sollte ich da reingehen. Es war meine Entscheidung, Dallas. Packen wir es an. Okay. Ich bin im Achterdeck angekommen. Okay. Finden Sie das Hauptschachtsystem und locken Sie die Kreatur zum unteren Deck. Ich stelle von meinem Terminal aus eine Verbindung zum Luftschleusensystem her. Nein. Shit. Rinn da, rinn! Beweg dich, Mann! Was denn nun? Oh Gott! Oh nein, Iris öffnet sich. Wir sind in Position. Ich versuche gerade eine Standortangabe reinzukriegen. Einen Moment mal. Ich glaube, ich hab's. Ja, es ist bei Ihnen. Er hat die Position auf dem Schirm. Rechts! Direkt da! Sie müssen vorsichtig sein! Nach rechts! Da ist er, da ist er. Ach, fuck you! Nicht wieder auf der Leiter. Okay. Also wenigstens... Ah, schön. Wünschen Sie mir Glück. Oh. Aber das ist doch wenigstens erstmal ein Checkpoint hier. Ich versuche eine Standortangabe reinzukriegen. Einen Moment mal. Ich glaube, ich hab's. Ja, es ist bei Ihnen. Er ist
habe ich Ihre Position auf dem Schirm. Wo steckt es, Lambert? Rechts! Rechts! Direkt da! Sie müssen vorsichtig sein. Schön, schön, schön. Nach links. Ah, scheiße. Ah, das war dumm gerade. Okay, na gut. Das kriegen wir vielleicht hin. Oh. Ist hier noch ein bisschen was? Nee, das ist gut. Ich bin beim Hauptschiff. Also, wünschen Sie mir Glück. Wünschen Sie mir Glück. Wir sind in Position. Ich versuche gerade eine Standortangabe reinzukriegen. Einen Moment mal. Ich glaube, ich hab's. Ja, es ist bei Ihnen. Jetzt habe ich Ihre Position auf dem Schirm. Wo steckt es, Lambert? Nach rechts! Rechts! Direkt da! Sie müssen vorsichtig sein. Ich bin Echt jetzt? Hat nicht gereicht. Hat nicht gereicht. Kann ich das eben umgehen oder muss ich tatsächlich wirklich auf Konfrontation laufen? Ich bin Schicht im Schacht. Schacht. Also, wünschen Sie mir Glück. Sterben Sie wahrscheinlich 5-mal im Schacht. Oder 3-mal. Wir sind in Position. Ich versuche gerade eine Standortangabe reinzukriegen. Einen Moment mal. Ich glaube, ich hab's. Ja, es ist bei Ihnen. Jetzt habe ich Ihre Position auf dem Schirm. Ich brauche mehr als das. Direkt da. Sie müssen vorsichtig sein. Oh! Okay, also wenn ich den Umweg gehe, sagt sie einen anderen Spruch. Und man könnte eventuell... Ach Gott, das ist eine Leuchtfackel, ist das ja auch noch. Jetzt sehe ich das gerade mal. Könnte man tatsächlich probieren, irgendwie, dass man eventuell das eher umgeht. Dazu müsste ich aber das Licht ausmachen. Und die Frage ist, wittert... Nein, das wittert mich auf jeden Fall irgendwie. Egal wie, der Hase ist gefickt. Ich versuche gerade eine Standortangabe reinzukriegen. Einen Moment mal. Ich glaube, ich hab's... Ja, es ist bei Ihnen. Jetzt habe ich Ihre Position auf dem Schirm. So, schmeck mal. Direkt da. Sie müssen vorsichtig sein. Ja, das bin ich. Jetzt warte ich einfach mal. Mal gucken, ob es mich jetzt einfach kriegt. Gut, also umgehen können wir es durch diese Taktik nicht. Da kann man tatsächlich bloß irgendwie den Flammenwerfer aufhalten. Eine andere Möglichkeit sehe ich jetzt gerade nicht. Ich bin beim Hauptschiff. Also, wünschen Sie mir Glück. Wir sind in Position. Ich versuche gerade eine Standortangabe reinzukriegen. Einen Moment mal. Ich glaube, ich hab's. Ja, es ist bei Ihnen. Jetzt habe ich Ihre Position auf dem Schirm. Ich brauche mehr als das. Rechts! Nach rechts! Direkt da! Sie müssen vorsichtig sein. Jetzt hau schon ab. Und ich bin leer. Okay. Das darf nicht wahr sein. Oh nein. Kann ich jetzt noch irgendwie... Leuchtfackel. Das wird mir Scheiß bringen. Links! Genau! Nach rechts! Ah! Links! Okay. Ah, was? Oh Gott! Ah! Was Scheiße! Hattet ihr eben vor der Leuchtfackel Angst? Wahrscheinlich nicht, war das? Das ist die Frage auch irgendwie. Das wird das Ding sich wahrscheinlich in die Fresse stecken und sagen: Zahnstocher? Oh Mann.
Oh Mann, wer macht denn so einen Schwierigkeitsgrad? Wieso? Was da ist? Was? No, die Fackel kannst du aber zur Ablenkung werfen. Okay. Na, dann probieren wir das vielleicht mal. Also... Wir sind in Position. Ich versuche gerade eine Standortangabe reinzukriegen. Einen Moment mal. Ich glaube, ich hab's... Ja, es ist bei Ihnen. Jetzt habe ich Ihre Position auf dem Schirm. Nein. Sprechen Sie mit mir. Rechts! Nach rechts! Direkt da! Sie müssen vorsichtig sein. Gut so. Immer weiter. Nach links. Sie sind fast da. Wo ist es denn? Ich geh mal runter hier. Wie? Nicht rennen. Ganz cool bleiben. Mann, ey, warum ist denn hier nicht einmal irgendwo irgendwie irgendetwas? Alles leer. Der Hase ist einfach nur gefickt. So eine Scheiße. Ha. Lass mich irgendwo mal einen coolen Checkpoint haben, oder was? Ich habe sie mit dem Luftschleusensystem verbunden. Es ist hier. Jetzt liegt's bei Ihnen. Verstecken Sie sich, während sich die äußere Luftschleuse öffnet. Ich soll mich verstecken. Wo soll ich mich denn hier verstecken? Hier ist nichts zum Verstecken, Mann. Na! No! No. Nicht cool. Ich bin hier ran, ich bin am Arsch. Die wollt mich ja nicht verstecken, das wird nicht. Das wird einfach nicht. Ich hab überhaupt. Nein, muss ich da drin bleiben? Luftschleuse bereit. Warten Sie, bis sie in der äußeren Schleusenkammer ist, um sie einzuschließen. Ist doch nicht dein Ernst. Ich muss da jetzt mit drin? Mann. Mach auf das Ding! Wie kann ich denn das Ding aktivieren? Sie bewegt sich in die richtige Richtung. Kann ich das von hier irgendwo aktivieren? Nee, kann ich nicht. Ist ja klar. Ich bin am Arsch. Scheiße. Mist. Tut mir leid für die ganzen Schimpfworte hier. So, bitte nicht erst wieder in den Schacht klettern. Okay. Gut. So, tatsächlich halt nicht so richtig gerafft, irgendwie, wie ich jetzt die Schleuse aktiviere. Wenn das Alien da drin steht. Geht das über einen Schalter hier drin? Also hier drüber, weil das hat sich tatsächlich irgendwie nicht so richtig aktivieren lassen. So, duck mich mal einfach ganz frech. Man kann ja auch so ein bisschen hier durchgucken. Verstecken Sie sich. Das Öffnen der äußeren Luftschleuse wird dauern. Meiden Sie das Alien. Ach so, na jetzt, wo Sie sagen?
Was ist das jetzt? Luftschloss bereit. Warten Sie, bis sie in der äußeren Schleusenkammer ist, um sie einzuschließen. Aber wie denn? Also über diese Panel scheint es ja nicht so zu gehen. Sie bewegt sich in die richtige Richtung. Oh Gott, muss ich da jetzt hinterherlaufen? Ist doch... Nein! Okay, es scheint wieder in den Luftschächten. Ja, es ist wieder draußen. Ich muss wahrscheinlich hinterherlaufen, wa? Kann das sein? Na, das finde ich ja nicht gut. Okay, ich würde mal sagen, machen wir erstmal die Tür auf, weil anscheinend es regelmäßig da reinläuft. Und ich muss wahrscheinlich hinterher. Okay. Ja, wirklich mehr Glück als Verstand gerade gehabt. Ich weiß aber nicht, ist es bei mir im Raum? Okay. Jetzt zügig. Sind hier irgendwo. Schade. Schade. Ja, wäre auch zu schön gewesen. Ja, ich frage mich tatsächlich, irgendwie muss ja da drin halt ein Schalter sein. Glaube ich. Würde ich jetzt mal. Entspannt euch. Hier drin wahrscheinlich irgendwo ein Schalter sein. Ich muss mitlaufen. Ne, bis das halt wirklich in der hinteren Ecke der Kammer ist. So würde ich das jetzt mal interpretieren. Weil von hier drin habe ich nirgendwo irgendetwas in dieser Richtung gesehen. Nee, warte mal. Ich würde jetzt erstmal ganz kurz. Ich hoffe, dass ich jetzt gerade noch Ruhe habe. Dann kann ich nämlich das Ding schon mal aufmachen. In die Theorie. So, das habe ich schon mal ganz gut gemacht. So, Radio? Nee, Radio möchte ich gar nicht. Ist ja Quatsch. Ash, ich habe sie mit dem Luftschleusensystem verbunden. Es ist hier. Jetzt liegt es bei Ihnen. Jetzt will ich es erstmal meiden. Das Öffnen der äußeren Luftschleuse wird dauern. Meiden Sie das eh. Sobald er jetzt sagt, oh, das ist in Position, würde ich jetzt versuchen loszumarschieren. Oder muss ich vor dem Alien in diese Schleuse gehen? Und das quasi von der anderen Seite verschließen? Oh Gott, bitte nicht. Warten Sie, bis sie in der äußeren Schleusenkammer ist, um sie einzuschließen. Ich sag mal, wie es ist. Das ist nicht fair. Das ist einfach nicht fair. Mann, warum denn? Wieso? So, wenn ich jetzt hier mal so... Wahrscheinlich ist das der grüne Schalter da hinten. Das schaffe ich niemals. Niemals. Könnte natürlich allerdings. Naja, ist auch Blödsinn eigentlich, weil das entweder schwadroniert direkt vor mir hier irgendwie. Ansonsten hätte ich gesagt, vielleicht eine Fackel drin werfen.
aber das wird wahrscheinlich nicht so erfolgsfähig sein. Ash, ich habe sie mit dem Luftschleusensystem verbunden. Es ist hier. Jetzt liegt's bei ihr. Die Frage ist, ob tatsächlich das jetzt hier der beste Punkt zum Verstecken ist. So, weil jetzt kam es gerade hier raus, gehüpft. Blöde Mistvieh. Warum nur? Warum denn auf Albtraum? Wieso? Okay, was ist da drin? Ich könnte jetzt natürlich immer den Motion Detector nehmen. Es kommt wieder raus. Es kommt natürlich wieder raus. Es kommt natürlich wieder raus. Wieso denn? Hätte ich schleichen sollen ab einem. Ja, ich muss wahrscheinlich ab einem Gewissenpunkt nicht mehr laufen, sondern muss tatsächlich irgendwie schleichen. Aber das ist schon krachig, weil ich muss anscheinend an diesen Punkt reinkommen. Die Frage ist nur, wann geht das eh nach, komplett nach hinten und nicht nur in die vorderen Bereiche der Kammer. Schweine von Entwickler. Ich muss den jetzt so schwer machen. Wenn ich mich daneben verstecke. Also hier turmt das immer rum. So, das heißt, das ist ein blöder Ort zu verstecken. Nebenan. Also quasi hier drüben. Auch nicht so geil eigentlich. Ich habe sie mit dem Luftschleusensystem verbunden. Warum kann ich das denn nicht von hier machen? Es ist hier. Jetzt liegt's bei Ihnen. Ich öffne die äußere Luftschleuse, aber das dauert. Suchen Sie sich ein Versteck. Also Leute, falls ihr irgendwie eine fancy Strategie für mich habt, ich wäre bereit. Meine Ohren sind gespitzt. Loster als etwas geht ja nicht. So, okay. Sie bewegt sich in die richtige Richtung. So, ab jetzt. Schleichi? Jetzt kommt doch schon wieder raus. Sie ist doch schon wieder draußen. So, und jetzt lauf ich mal rein. Jetzt heg mal rein. Das ist mal eine blöde Situation jetzt hier. Also was? Was ist denn das jetzt? Was hab ich denn für eine Scheiße gemacht hier? So, die Tür ist zu. Das ging nicht! Nein, das ging nicht! Es ging nicht! Hier ist keine Taste, die ich drücken kann. Nein! Also ich bin jetzt die ganze Zeit von ausgegangen, irgendwie, dass hier vorne halt
der grüne Punkt, Taster oder irgendwas ist, und den ich hier raufdrücke und womit ich das Alien quasi The Alien Isolation mache. Aber nichts ist. Nichts. Gar nie nichts nicht. Weil der grüne Knopf, der war tot. Der da. Wie viel habe ich denn noch? Ach, reicht auch nicht. Aber ich glaube, die Taktik an sich... Naja, das, ich habe jetzt auch gerade mehr Glück als Verstand gehabt, irgendwie, dass das Vieh jetzt noch oben in den Lüftungsschacht gegangen ist. Ich habe sie mit dem Luftschleusensystem verbunden. Nein, das wollte ich noch gar nicht machen. Das war jetzt doof. Verstecken Sie sich, während sich die äußere Luftschleuse öffnet. Jetzt aber schnell. So. Das Vieh muss ganz rein. Ja. Ich weiß null mehr über die DLCs. Außer, dass sie kurz waren. Dave! Why? I need your expertise. Und Ian hatte irgendwie einen anderen Plan gerade. Ach, Casey. Also das ist natürlich, wenn es jetzt vor mir direkt runterkommt, ist es einfach nur unfair. Einfach nur unfair. Aber haben wir eigentlich schon mal gesagt, ey, Chapeau für die geile Grafik? Heute noch nicht, ne? Chapeau für die geile Grafik. Ich finde die wirklich absolut gelungen. So, ach, guck mal, hier haben wir noch was zum Anhören. Können wir das nutzbar machen? Können wir das nutzen, um das Vieh abzulenken? Aber selbst das bringt auch nichts. So, dann würde ich jetzt mal sagen, Leuchtfackel. Weil wahrscheinlich wäre ich das Ding zuerst brauchen. Ist kurz auf Klo. Kriegst du schon hin. Ja, Dave, wenn du jetzt wiederkommst und ich hier durch bin, dann wirst du es bereuen. Nein, Quatsch. Kann ich mal kurz warten? Ich weiß ja nicht, ob der Alien jetzt tatsächlich gerade jetzt in dem Moment kommt. Du meinst wirklich da dieser, der grüne Taster da oben, ja? Scheiße. Wir probieren es mal. Komm. Ash, ich habe sie mit dem Luftschleusensystem verbunden. Es ist hier. Jetzt ist es bei Ihnen. Verstecken Sie sich, während sich die äußere Luftschleuse öffnet. So, ich hab's im Gefühl, jetzt wird's was. Ich glaube, ich bin jetzt schon über die 41 oder 43 Tode von Benny in Dark Souls. Hier würde sich jetzt wirklich mal ein Death Counter würde sich gut machen hier. Da wäre ich aber nur am Drücken die ganze Zeit. So, Leon kommt jetzt ja nicht, oder was? Das ist ja auch ein Ding. Luftschleuse bereit. Warten Sie, bis Sie in der äußeren Schleusenkammer ist, um Sie einzuschließen. Okay, das nehmen wir an. Tatsächlich weiß ich jetzt nicht, wo es rauskommt. Sie bewegt sich in die richtige Richtung. Kommt schon wieder zurück. Kommt schon wieder zurück, das Dreckvieh. Hoch im Lüftungsschacht. Soll ich wirklich in den hinteren Raum rein? Ich kann es mir nicht vorstellen.
jetzt. Oh, wunderbar, Stress, eine Mucke. Das bringt's jetzt auch noch richtig. Und schon ist es wieder draußen. Ist er da hinten? Ah, Mist. Oh Gott, ey. Das ist ja nervenzerreibend. So, ich denke, jetzt geht's wieder drin, oder? Ist es jetzt hier vorne? Ich möchte den Motion Tracker nicht anmachen. Ah. So, jetzt hier drin. Tatsächlich habe ich irgendwie das Bewegungsmuster des Aliens noch nicht verstanden. Es sei denn, das ist komplett zufällig irgendwie und dann. Weil mal geht's komplett nach hinten, mal nicht. Da bin ich etwas ja, verwirrt. Frage wäre jetzt halt auch, ob jetzt nicht eventuell doch der Flammenwerfer ein bisschen mehr bringt, um es halt weiter nach hinten zu treiben. Mit den, na wohl, wir kommen aber drin, das ist ja nun nichts mehr. Ach, bin im Zwiespalt. Ach, naja, aber warum müssen wir das denn auch hier auf Albtraum jetzt spielen? Ash, ich habe sie mit dem Luftschleusensystem verbunden. So, jetzt wird's was. Was ist hier? Wir sind kurz vorm Ende. Verstecken Sie sich, während sich die äußere Luftschleuse öffnet. Cool bleiben. Cool bleiben. Du siehst ja auch einen Scheiß hinter den Kartons, ehrlich. Lässt sich bitten gerade. Okay. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Luftschleuse bereit. Warten Sie, bis sie in der äußeren Schleusenkammer ist, um sie einzuschließen. Okay, es geht raus. Die Frage ist, wo kommt es jetzt raus? Da ist er. Sie bewegt sich in die richtige Richtung. Ist ziemlich weit hinten. Aber bis ich da bin, no way, ist sie schon wieder vorne. Ich höre sie doch schon wieder. Ich höre sie doch schon. Das ist was für ein Muster folgt dieses Dreckvieh? Das Schlimme ist, er kann hier jederzeit oben rauskommen. Jederzeit.
Egal, was ich mache, irgendwie bin ich jetzt... Ich bin nicht rechtzeitig draußen. Und schon ja nicht rechtzeitig... Aber obwohl, warte mal. Das Letzte, was ich nochmal probiere, ist wirklich jetzt mit der Fackel. Komm, läufst du jetzt hier dran vorbei? Okay. Irgendwas Seltsames geht hier. Boom, Alter! Mach zu das Ding! Mach zu die Scheiße! Los! Sieht so aus, als müssen wir nochmal von vorne anfangen. Ich werde Mutter zu Rate ziehen müssen. Organismus zur Erde bringen. Oberste Priorität. Andere Prioritäten gibt es nicht. Sie scheinen noch immer nicht zu begreifen, womit Sie es zu tun haben. Mit einem perfekten Organismus. Nur seine Feindseligkeit übertrifft noch seine perfekte Struktur. Ich bewundere seine Reinheit. Geschaffen, um zu überleben. Kein Gewissen beeinflusst es. Es kennt weder Schuld noch Illusionen von Moral. Noch etwas. Ich kann Ihnen nichts vormachen, was Ihre Chancen angeht. Aber Sie haben mein Mitgefühl.